Mitten in der Hauptstadt des wohl verrücktesten Landes der Welt. Nein, ihr seid ausnahmsweise mal nicht gemeint, USA. Sondern in dem Land, wo die Menschen auf der falschen Seite fahren und Pommes zwischen zwei Brote stopfen. Also mitten in London liegt ein verrückter Ort, gegen den das Ministry of Silly Walks geradezu normal wirkt. Clowning Street No. 10, das berühmteste Clowns College der Welt. Und wir alle wissen ja, Clowns sind komisch. Hier werden Großbritanniens beste Quatschtalente zu Clowns von Weltformat geformt, um nach alter britischer Clown-Tradition möglichst viel Chaos im Land anzurichten. Großbritannien ist ja nun mal fürs Komasaufen und seinen Humor berühmt. Da ist es nur logisch, dass wir auch das beste Clowns College haben. Warum wir die Clowns dann ausgerechnet das Land regieren lassen, kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Für die Briten ist dieser scheinbar irre Nonsens bereits Teil des Alltags geworden. Die Lebensmittelpreise gehen durch die Decke und ich habe gerade meinen Job verloren. Aber würde ich deswegen auf die Clowns verzichten? Niemals! Ich liebe die Clowning Street 10. Egal, ob der singende David Cameron beim Rücktritt, Theresa Mays Tanzschritt oder Boris Johnson beim Seilritt. Die Liste an Lachnummern von Großbritanniens Top-Clowns ist atemberaubend. Und mit irren Show-Einlagen wie dem Brexit oder Geheimpartys während des Lockdowns jagen die Clowns auf verrückte Weise der Frage nach, wie weit sie es treiben können, bis sie zurücktreten müssen. Nehmen Sie zum Beispiel den weiblichen Clown Liz Truss mit ihrer beknackten Einwortnummer. Growth, growth and growth. Sie brauchte nur 45 Tage, um das ganze Land inklusive Wirtschaft ins Chaos zu stürzen und abzutreten. Ein Naturtalent. Als ihr Nachfolger darf jetzt überraschend Nachwuchsclown Rishi Sunak sein Glück versuchen. Keine Ahnung, wie der sich hier eingeschlichen hat. Aber mal gucken, vielleicht ist er nächste Woche auch schon wieder weg. Dann holen wir halt Boris zurück. Johnson? Nee, ich meine Boris Becker. Clowning Street No. 10. Für diesen Quatsch muss man die Briten einfach lieben. Leute, eine ganz große Bitte. Nicht hier klicken, denn dann kommt gleich das nächste Video von uns. Und hier bitte erst recht nicht, denn dann habt ihr, zack, den Kanal abonniert. Und ganz gefährlich, die Glocke. Dann verpasst ihr nichts mehr von Extra 3. Ihr kommt aus dem Lachen nicht mehr raus. Ihr vernachlässigt eure Hobbys, verliert euren Job, keine Freunde mehr, keine Freundin, soziale Abstiegstrennung, Privatinsolvenz. Okay, dann klickt. Meinetwegen, aber auf eigene Verantwortung.